Hallo ihr lieben Bastelwütigen da draußen. Heute habe ich euch eine Kleinigkeit mitgebracht. Wir können heute so etwas herstellen und das dann einrahmen, um es dann aufzustellen oder auch so etwas. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So ihr Lieben, für heute brauchen wir ein bisschen helles Papier, einen Faden, ein bisschen Wolle und natürlich ein bisschen Farbe. Ich habe hier mal was vorbereitet. Gut, dann nehmen wir ein Stück Faden. Da könnt ihr so viele Stücke nehmen, wie ihr wollt. Wir entscheiden uns erstmal für ein Stück Papier. Ich nehme als erstes dieses. Das wird dann einmal in der Mitte gefaltet, damit wir gleich wissen, wo wir hinlegen müssen. Nehmen den Faden und ein bisschen Farbe und malen den Faden sozusagen ein bisschen ein. Der kann gut in Farbe getränkt sein. So, hier müsst ihr nicht einfach nur komplett rot machen. Ihr könnt einen Farbverlauf machen, so wie ihr gerade lustig seid. Oh, ich sehe gerade, mein Gelb ist im Grunde fast leer. Hier können natürlich eure Kinder entscheiden, welche Farben sie möchten. Und ja, dann nehmen wir den Faden, zack, und legen den uns in so einer Schlaufe auf das Papier. So, hier drauf. Dann nehmen wir das Blatt Papier, drücken es zu und halten ganz gut gedrückt. Und gleichzeitig ziehen wir den Faden einfach unten raus. Ist der Faden draußen, können wir den einmal beiseite legen. Und dann können wir unser Kunstwerk schon auffalten und haben eine wunderschöne Lilie, wie ich finde. Und das könnt ihr jetzt in ganz vielen Varianten nachmachen. Ich lege das mal zur Seite. Da könnt ihr jetzt auch einen etwas rosafarbeneren Farbkarton nehmen, den auch wieder in der Mitte einmal teilen, aufmachen, den Faden wieder mit Farbe bestreichen. Hier habe ich jetzt einmal nur gelbe Farbe genommen. Das ist der gleiche Faden wie vorhin, also es kann sein, dass auch noch andere Farbe mit durchkommt, aber wahrscheinlich eher nicht ganz so viel. So. Dann wieder zudrücken, festhalten, gut Druck drauf bringen und den Faden durchziehen. Wieder den Faden zur Seite legen und einmal aufklappen. Ja. Dann bin ich mal gespannt, wie viele schöne Lilien und Blüten ihr zaubert. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie trocknen lassen und hinterher einrahmen und an die Wand hängen. Viel Spaß beim Nachbasteln!